Jetzt treffe ich einen alten Bekannten. Den guten Lee. Oder mal schauen, wie lange das hier dauert mit den Quests. Dieses Video entstand nicht durch eure Unterstützung. Wenn euch dieses Video nicht gefällt, bitte lasst keinen Like da und abonniert auch nicht diesen Kanal. Das war doch klar. Oh. Ich sofort Ärger, ne? Oh, ich häng fest. Ja, sag ich aber nicht nein. Das ist wirklich nicht mein Problem. Das interessiert mich. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Mal eine Runde schlafen. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Meine Meinung will ja keiner. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Hier erfährt keiner was. Der ist gerannt, als ob Bilja selbst hinter mir her wäre. Und selbst ist doch da nicht drauf gekommen. Ich hab mir das schon gedacht. Meinst du, mir geht es besser? Von mir hat er das nicht. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Ist das wirklich wahr? Davon lasse ich lieber die Finger. Das habe ich früher auch gemacht. Er hat auf die falschen Leute. Alles klar bei dir? Wenn es was Wichtiges ist, rede mit Lee. Ansonsten lass mich in Ruhe. Ist das wirklich wahr? Ist das wirklich wahr? Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Das hätte er auch selbst wissen können. Das ist doch lange bekannt. Wer zum Teufel hat dich denn hier rein? Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Du bist der Neue, der hier Ärger gemacht hat. Ich habe von Gorn gehört, dass du lebst, aber dass du hierher kommen würdest, von mir hat er das immer. Gut, dass du kommst. Ich habe gehört, du hättest hier was gestohlen und dich mit den Bauern geprügelt. Sowas kannst du hier nicht bringen. Ona besteht in solchen Fällen darauf, dass ich die Täter zur Rechenschaft ziehe. Das bedeutet, du zahlst und er steckt sich die Kohle ein. Aber damit hat sich die Sache dann auch. Wie viel? 900 Goldstücke. Tschüss. Davon lasse ich lieber die Finger. Ist das wirklich wahr? Ich habe nicht genug Gold. Dann sieh zu, dass du dir es so schnell wie möglich beschaffst. Aber denk bloß nicht daran, es dir hier auf dem Hof zusammenzuklauen. Wenn du erwischt wirst, wird die Sache nur noch schlimmer für dich. Das kann ja nicht ewig sein. Ach, oh nein, sonst redet er nicht mit mir, ne? Ich erzähl dir doch nichts Neues. Das war noch ein Problem. Ich aber versuch dir mal zu verprügeln. Selbst ist ja, der ist unbesiegbar. Schau mich erstmal ein bisschen um. Vielleicht kann ich Vergessenzauber auf ihn wirken. Was ist da, Ona? Verdammt, was ist los? Verprügel den einfach auch. Wer hat dich denn hier reingelassen? Was machst du hier auf meinem Hof? Alles klar hier auf dem Hof? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Du gehörst nicht zum Hof. Ich will für dich arbeiten. Ich brauche zurzeit keine Knechte. Und um alles andere kümmern sich meine Leute. Hier im Haus hast du nichts zu suchen, also...
Ich hab... Jetzt hör mal gut zu. Ich habe diesen Hof und das Land von meinem Vater geerbt. Und der hat ihn von seinem Vater geerbt. Ich werde nicht zulassen, dass dieser gierige Schwachkopf von König sich das alles unter den Nagel reißt. Der Krieg mit den Orks dauert jetzt schon ewig. Nein, da verteidige ich meinen Hof lieber selbst. Ah, kann ich schon irgendwie verstehen, ne? Ich will ein Schaf kaufen. Was willst du dann hier? Ich... Wenn du ein Schaf kaufen willst, dann geh auf die Weide. Pepe soll dir eins verkaufen. Wer bist du? Ich bin Maria, die Frau von Ona. Was willst du hier? Ich wollte... Seit die ganzen Kerle auf dem Hof sind... Ja. Erzähl... Er ist ein guter Mann. Tu... Na gut. Er ist auch unbesiegbar. Hier wird nicht gekämpft. Dann lege ich mich einfach mal zu Ona. Verdammt, was ist los? Raus aus meinem Bett! Ja, ja. Was ist los? Verdammt, was ist los? Dann geht mal schlafen. Nehmen wir eine Runde. Also die pennt nicht. Verdammt, was ist los? Soll ich ihn beklauen? Naja. Hey, du! Hey, du! Lass dir nicht einfallen, hier was anzufassen, sonst gibt's Pein dir die Ohren, klar? Was ist deine Aufgabe? Ona will, dass ich den ganzen Tag auf seinen Krempel aufpasse. Er macht sich Sorgen, dass was wegkommt. Und das würde ich an seiner Stelle auch. Die meisten der Söldner, die er angeheuert hat, sind ehemalige Sträflinge aus der Minenkolonie. Die lassen doch alles mitgehen, was nicht nied- und nagelfest ist, wenn keiner aufpasst. Hat schon wer versucht, was zu stehlen? Du meinst außer dir? Einige. Und ich habe sie alle erwischt. Eine Menge Krempel gibt es hier. Das ist richtig und das meiste davon ist auch extrem wertvoll. Ein einfacher Mann wie ich kann sich solchen Luxus kaum leisten. Nämlich? Ich sammle alte Münzen. Ich habe hier eine alte Münze. Mhm. Oh ja, ich zahle dir eine Goldmünze dafür. Ein bisschen wenig. Wie wär's mit zwei? Nix da, ich bin... Ich hab... Du Hund... Abgemacht. Gut. Wenn du noch mehr davon hast, weißt du ja, wo du... Ja, so... Interesse an weiteren alten Münzen? Sicher? Ein paar. Danke. Das ist schon wenig, ne? Aha. Weil die auf jeden Fall die Strafe bezahlen. Also erstmal mit Zauber probieren, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Hey,
Bist du gekommen, um... Ich hatte dir doch gesagt, du sollst hier keine Dummheiten mehr machen. Ona hat mitbekommen, dass du mittlerweile noch mehr auf dem Kap... Dementsprechend will er jetzt mehr Geld. Wie viel? 1000. Ich hab... Dann sieht... Aber... Einfach 1000 weg, Mann. Hey, du. Ich hatte... Ich muss dringend mit den Paladinen in der Stadt reden. Kannst du mir helfen, zu ihnen zu kommen? Was willst du von den Paladinen? Das ist eine lange Geschichte. Ich habe Zeit. Also Xardas hat mich auf eine Mission geschickt. Er will, dass ich ein mächtiges Amulett beschaffe. Das Auge Enos. Du bist also noch immer mit diesem Dämonenbeschwörer im Bunde. Verstehe. Und die Paladine haben dieses Amulett. Soviel ich weiß, ja. Ich kann dir helfen, zu den Paladinen zu kommen. Allerdings erst, wenn du einer von uns bist. Das habe ich früher auch gemacht. Wie kannst du mir helfen, zu den Paladinen zu kommen? Vertrau mir. Ich habe einen Plan. Ich glaube, du bist genau der Richtige dafür. Ich bringe dich zu den Paladinen und du tust mir dafür einen Gefallen. Aber zuerst schließ dich uns an. Kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Gorn hat von mir erzählt. Was ist mit ihm? Du kennst ihn doch noch, oder? Klar. Er hat sich von den Paladinen schnappen lassen und ist mit einem Strafkonvoi zurück ins Minental geschickt worden. Wenn der Weg zum Minental nicht mit Paladinen und Orks gepflastert wäre, wäre ich schon mit ein paar Jungs losgezogen, um ihn zu befreien. Aber so hat es keinen Sinn. Armer Teufel. Was genau tust du hier? Ganz einfach. Ich werde dafür sorgen, dass wir alle von dieser Insel wegkommen. Ona hat uns angeheuert, damit wir seinen Hof verteidigen. Und genau das tun wir auch. Aber unser Lohn ist mehr als nur unser Sold. Indem wir den Bauern helfen, schneiden wir die Stadt von ihrer Versorgung ab. Und je weniger die Paladine zu essen haben, umso eher werden sie zuhören, wenn ich ihnen schließlich ein Friedensangebot mache. Wie soll dein Angebot aussehen? Im Wesentlichen geht es um unsere Begnadigung und um freie Überfahrt zum Festland. Du wirst mehr erfahren, wenn es soweit ist. Ich will mich euch anschließen. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ich kann hier jeden fähigen Mann gut gebrauchen. Die letzten Söldner, die ich aufgenommen habe, machen nichts als Ärger. Du kannst im Grunde direkt anfangen. Naja, vorher müssen noch ein, zwei Dinge geklärt werden, aber das ist halb so wild. Was muss ich klären, bevor ich bei euch mitmachen kann? Ona, der Grundbesitzer, ist derjenige, der uns hier beschäftigt. Nur mit seinem Einverständnis kannst du auf dem Hof bleiben. Und dann sind da noch die Jungs. Erst wenn die Mehrheit der Söldner dafür... Aber geh nicht zu Ona, bevor nicht alles klar ist. Wie kann ich... Am besten, indem du das machst, was von dir als Söldner erwartet wird. Rede mit Torloff. Er ist meistens draußen vom Haus. Wenn du dabei nicht versagst, hast du dir schon einen großen Teil des nötigen Respekts verdient. Er wird dir auch alles andere erzählen, was du wissen musst. Okay, ein Moment, Ende. Warte mal. Ich bin bereit, mich euch anzuschließen. Nicht bevor du die Probe von Torloff... Ah, okay. Kann ich das mit Torloff auch noch machen? Das habe ich früher auch immer nicht gebraucht. Ey, wo ist meine Kleidung? Lol. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Man weiß gar nicht. Wo willst du denn hin? Na, ins Haus. Ona bezahlt uns, damit wir Typen wie dich hier nicht reinlassen. Ich will mit Lee reden. Was willst du von ihm? Das ist doch alles nur Gerede. Das kann ja nicht. Ich will mich den Söldnern anschließen. Frisches Kanonenfutter. Dann geh mal rein. Lee ist im rechten Flügel, aber vor allem lass Ona in Ruhe. Und selbst ist er noch nicht draufgegangen. Das ist wirklich nicht mehr. Hey, was willst du von mir? Ich werde mir das nicht. Ich will mich den Söldnern anschließen. So? Und warum glaubst du, sollte ich wohl dafür sein, dass du hier aufgenommen wirst? Ja,
Stell mich auf die Probe. Hat Lee dich zu mir geschickt? Er sagte, du würdest mir weiterhelfen. Gut, dann wollen wir mal. Es gibt zwei Dinge, die du tun musst, bevor du bei uns mitmachen kannst. Erstens, du musst beweisen, dass du fähig bist, die Aufgaben zu meistern, die du als Söldner zu erfüllen hast. Ich werde dich auf die Probe stellen. Und zweitens, du musst dir den Respekt der anderen Söldner verdienen. Er musste es schon besser wissen. Wo hast du das denn schon wieder her? Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Also komm mir nicht so weit. Wo hast du das denn? Wie verdiene ich mir den Respekt der anderen Söldner? Den meisten wird es reichen, wenn du meine Aufgabe erfüllst und deine Probe bestehst. Aber einige unter ihnen wirst du auf andere Art überzeugen müssen. Manche werden versuchen, deine Situation auszunutzen und wieder anderen passt vielleicht deine Visage nicht. Du solltest versuchen, mit möglichst vielen der Jungs gut auszukommen. Aber wenn nichts mehr hilft, kannst du dich immer noch auf ein Duell einlassen. Wenn du gewinnst, wird das den meisten Respekt beibringen. Okay, bei denen ging es halt wirklich nur ums Falten, ne? Bill ja selbst hinter ihm her wäre. Was ist mit dir? Wirst du für mich stimmen? Wenn du beweisen kannst, dass du die Aufgaben eines Söldners erfüllen kannst, ja. Was sind die Duellregeln? Ganz einfach. Beide Gegner müssen Gelegenheit haben, ihre Waffe zu ziehen. Du kannst nicht einfach hingehen und einem der Männer ohne Warnung ein... Es muss eine Art Herausforderung. Keiner der anderen Männer wird sich in so einen Kampf einmischen. Ich wäre mir da nicht so sicher. Wie ist meine... Mal sehen. Wolf sagt, er hat... Jarvis meint, Cypher sagt... Rott hast du wohl über... Sentenza will nicht... Buster meinte du... Der Rest der Söldner hat nichts gesagt. Die meisten warten einfach ab, ob du die Probe bestehst. Immerhin hast du schon einige faire Duelle gewonnen. Du bist noch lange nicht so weit, Kleiner. Wenn du bei uns aufgenommen werden willst, musst du schon was dafür tun. Welcher Ona hat uns aus... Genau so, wie du sagst. Man weiß gar nicht mehr, wen man noch glaubt. Mit den Milizen werde ich schon fertig. Der Bauer Benga hat sich beklagt, dass ihm in letzter Zeit die Milizen aus der Stadt immer mehr auf den Wecker gehen. Sie setzen den Bauern unter Druck. Ich will, dass du zu seinem Hof gehst und den Milizen klar machst, dass sie dort nichts verloren haben. Wo finde ich Bengas Hof? Im Südwesten des Tals ist eine große Treppe, die zu einer Hochebene führt. Wenn du dich verlaufen solltest, frag die Bauern auf den Feldern. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Kannst du mir helfen, meine Fähigkeit? Ich könnte dir zeigen, wie du deine Stärke... Viele kämpfen dasselbe. Okay, Stärke. Ich will mein... Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Ja, Stärke auf 64. Gut. Das ist doch alles nur gerecht. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Jetzt soll ich zu dem Bengel... Ja nicht mal wie ein Schwert hält. Da kannst du eh nichts dran ändern. Das ist doch nicht zum ersten Mal. Was hat er gesagt? Paulov hat mich beauftragt, die Miliz von Bauer Bengas Hof zu vertreiben. Der Hof liegt auf der Hochebene. Das war noch schon vorher bekannt. Ich kann sich nicht drauf mehr, was ich glauben soll. Daher nicht. Also, ich schalte dich gerade aus, ja. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Was ist das denn da? Bei dem muss ich dann Schaf kaufen, glaube ich, ne? Beim Pepe. Was machst du hier? Schafe hüten. Und wenn es geht, allem Ärger aus dem Weg gehen. Gelingt dir nicht immer was? Nee, vor allem nicht bei den Söldnern. Was ist denn auf der Weide so gefährlich? Hier in der Gegend treibt sich ein kleines Rudel von Wölfen herum. In letzter Zeit sind die Mistviecher fast täglich gekommen. Vor ein paar Tagen hatte ich fast doppelt so viele Schafe. Warum hast du das mit den Wölfen nicht den Söldnern gesagt? Ja, ich weiß. Das hätte ich tun sollen. Und jetzt, wo schon so viele Schafe weg sind, habe ich Angst, es überhaupt noch jemandem zu erzählen. Mir hast du es doch gerade erzählt. Das bereue ich auch jetzt schon. Was, wenn ich die Wölfe töte? Du allein? Dann eben nicht. War nur so ein Vorschlag. Ich werde mal zu den Jungs rübergehen und sehen, was die dazu sagen.
Warte doch mal. Okay. Du bist der Größte und du wirst es mit 100 Wölfen gleichzeitig aufnehmen können. Kein Problem. Sie lauern meistens zwischen den Bäumen in der Nähe der Wand. Kann ich ein Schaf kaufen? Jederzeit. Wenn du den Preis bezahlen kannst. Wenn du die bezahlst, kannst du dir ein Schaf mitnehmen. 100 möchte er haben. Die Wölfe sind erledigt. Verarschen kann ich. Okay. Oh, ein bisschen kloppen. Böse oder gut? Oi. Nichts zu plündern. Okay. Hier keine Wölfe. Doch, da. Ja.
Oha, Banditen. Mal Karte checken, wo ich gerade bin. Out of map, okay. Ist doch nicht die ganze Karte, die ich habe. Jetzt bist du dran. Ja. Oha. Ich mach dich fertig. Ich mach dich fertig. Das hast du verdient. Das ist doch scheiße, Mann. Bist du dran? Das hast du verdient. Block den einen jetzt erstmal, ja. Ich mach dich fertig. Habe mich vorhin bei The Last of Us zweimal fast eingekackt. Geil, so muss das. Wo bist du gerade? Ich mach dich fertig.
Bei der Kirche? Oh, wo war das, ja? Das. Was ist gerade in der Story passiert? Erzähl mir das. Wow, 40 Gold, Mann. Hat sich das ganze Morden ja gelohnt jetzt. Wir haben Bill getroffen und sind in sein Waffenlager gekommen. Er gab uns eine Pumpgun und wir gingen durch die Kirche. Ach, ist so schön, du hast noch so viel vor dir, ey. Genieß es einfach. Bill. Freu dich schon mal, wenn du die Serie schaust. Eieiei. Ey, ohne Scheiß, nimm wirklich alles mit, ne? Also schau dir wirklich alles genau an, lies dir alles durch. Lass dir Zeit. Oha, Zombies. Aber spielt es bis jetzt top. Die Qualität wird sich auch halten bis zur letzten Minute. Ja, auf jeden Fall. Also das Remastered sieht heute noch gut aus, finde ich. Aber das Remake hat nochmal eine Schippe draufgelegt.
Schade, dass mein Erlebnis auf dem Rechner nicht so doll war. Am Anfang. War halt wirklich scheiß optimiert. Was ist das? Was ist das? Da sind nochmal Orks. Noch mehr Wölfe. Ja, wo bin ich einfach? Wo bin ich? Jo, bis gleich, Frames. Was ist das da? Das da hinten sah aus wie eine Höhle. Ich bin halt schon wieder vom Weg abgekommen. Das ist eine fucking Höhle. Und eine Goblinbeere.
Habe ich mich komplett verlaufen jetzt? Hä? Ach, hier bin ich. Wie bin ich denn da reingekommen? Aha. Selbst hinter ihm her wäre das schon gedacht. Wenn ich habe für so sehen, etwas kann ich nicht. Born to be done. Dirty Grandpa. Einen wunderschönen. Herzlich willkommen. Immer wieder das gleiche. Oh, Ellie. Hast du das verbrochen? Meinst du, mir geht es besser? Danke für dein Raid, Dirty. Ja, bei mir läuft's auch ganz schön dirty ab. Was gab's bei dir zu sehen? Ich stelle mich kurz mal vor, ich bin der Don. Ich streame meistens ab 22 Uhr bis morgens 5, 6 Uhr. Ich liebe Katzenbabys, ich liebe Döner, ich mag Reis mit Ketchup nicht. Ja, das war's. Was geht, du schaust kaputt aus? Ey, ich bin kaputt. Ich bin ein bisschen müde. Meine Meinung will ja keiner hören. Ich werde auch irgendwie nicht wach. Dachte mir, ich bring dir mal meinen Lieblingsoper mit. Dankeschön, Elli. Danke für die Empfehlung. Wo wollte ich jetzt hin? Ah, zu dem. Es ist auch das Wetter, ey. Es regnet seit 4 Tagen durch, nonstop. So, das deprimiert halt auch. Dankeschön, Dirty. Ich hoffe, du auch. Hey, du. War sehr entspannt, ja. Wenn du ein Problem mit den Wölfen oder Feldräubern hast, dann frag einen der jüngeren Söldner. Zu mir kannst du kommen, wenn hier die Paladine anrücken. Was? Jedes Mal, wenn einer von euch Bauern zu mir kommt, geht's darum, harmlose Tiere abzumetzeln. Ich bin keiner der Bauern. Ach, was willst du dann? Hm. Wo VIP? Bei mir gibt's kein VIP. Bei mir ist jeder VIP. Bei mir gibt's keine Rollenaufteilung. Ich kann nur so hässlich und so blöd auf einmal sein. Ich hoffe, du meinst den da. Bring mir bei, wie man kämpft. Ich trainiere nur Söldner oder würdige Anwärter. Aha, der will mich gar nicht trainieren. Ich will Söldner werden. Du siehst mir eher wie ein Kandidat für die Feldarbeit aus, Junge. Kannst du denn mit einer Waffe umgehen? Wie sieht's mit Einhandwaffen aus? Damit bin ich schon ganz gut. Und wie steht's mit Zweihändern? Damit kann ich umgehen. Was dir noch an Wissen fehlt, kannst du von mir... Okay. Wir hatten Weihnachten gestreamt, Einzelgänger supported, by the way. Wir hatten World of Warship gespielt. Ich habe auch sehr viele Kollegen, die das zocken. Und ich habe denen immer gesagt, ich werde es mal probieren, dann schaue ich mir so Videos an. Ey, das ist ja schon ganz schön entschleunigt auch, ne? Weiß nicht, aber ich möchte es trotzdem probieren. World of Warship. Auch wenn es nur für eine Stunde ist. Ich habe gehört, dass du dem Ring des Wassers angehörst. Welcher Dreckskerl konnte denn da schon wieder seine Schnauze nicht halten? Lee erzählte mir das. Danke. So, also gut. Und pass bloß. Ich will deine Rüstung. Noch so ein Spruch. Und du kannst deine Zähne vom Boden aufsammeln. Warte mal.
I don't hate you. Macht er jetzt? Finger weg. Danke da. Danke fürs Folgen, Leute. Danke. Ich habe ihm einfach seine Rüstung geklaut. Ey, vorhin habe ich dem einen einfach auf die Füße gepinkelt. Das war auch sehr lustig. Solange du keinen Kreuzer oder Zerstörer spielst. Ich weiß noch nicht mal, wie so ein World of Warships Match läuft. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Das ist schon mal meins. Hä? Versuch nie wieder, mich zu bestehlen. Das war's. Jetzt hast du den Bogen überspannt. Ich werde mit dir den Hof fegen. Oh oh. Scheiße aber auch. Aber es haben mir nur 6 Stärkepunkte gefehlt. Die hole ich mir jetzt einfach ab und dann klaue ich seine Rüstung. Es war genau so, wie du sagst. Die dicken Schiffe sind chillig, alles andere Stress. Chillig hört sich gut an. Stress habe ich genug in Fortnite. Und in Valorant. Und in Call of Duty. Und in Rocket League. Überall habe ich Stress. Oder, Ellie? Ich. Das. 5 Lernpunkte habe ich noch. So. Ich wundere mich über gar nicht. Gut. Keine Ahnung, sag du es nicht. Bei 70 Stärke. Jetzt müsste es ja passen. Ich habe für so etwas keine Zeit. Das liegt daran, dass du nicht mit mir spielst. Alleine meine Stimme ist mega entspannt. Frag Opa. Ich kenne deine Stimme doch, Ellie. Ja, ich finde deine Stimme sehr entspannt. Das stimmt. Hey, du. Wenn du ein Problem mit den Wölfen oder... Okay, so. Ich will Söldner werden. Ich will Söldner werden. Du siehst mir eher wie ein Kandidat für die Feldarbeit aus, Junge. Kannst du denn mit einer Waffe umgehen? Wie sieht's mit Einhandwaffen aus? Damit bin ich schon ganz gut. Und wie steht's mit Zweihändern? Damit kann ich umgehen. Du bist jedenfalls kein blutiger Anfänger mehr. Gut, ich werde für dich stimmen. Was dir noch an Wissen fehlt, kannst du von mir lernen. So, was soll ich eher lernen? Einhändigen oder zweihändigen Kampf? Das ist scheißegal, ich gehe auf einhändig. Ich habe gehört, dass du dem Ring des Wassers angehörst. Welcher Dreckskerl konnte denn da schon wieder seine Schnauze nicht halten? Lee erzählte mir davon. Oh. Sieht so aus, als ob ich mich jetzt mit dir herumschlagen müsste, was? Also gut, was brauchst du? Und pass bloß auf, was du jetzt sagst. Wenn mir nicht gefällt, was ich von dir zu hören kriege, dann zieh ich dir das Fell über die Ohren. Okay, er hat definitiv eine Zweihandwaffe, die möchte ich nicht. Ich will seine Rüstung. Ich will deine Rüstung. Noch so ein Spruch und du kannst deine Zähne vom Boden aufsammeln. Warte mal. Aber Finger weg da! Das geht doch gar nicht. Danke. Ich zieh ihm einfach die Rüstung aus. Das gibt's doch gar nicht. Gar nicht so übel. Man tut, was man kann. Ach ja. Der eine kann, der andere nicht. Ich kann, du nicht. Was für eine Unterhaltung. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Liebes. 200 Goldmünzen. Lee wird dir die Hammelbeine langziehen. Wirst schon sehen, was du davon hast. Gib mir das Geld. Darüber reden wir noch. Verdammt. Ich dachte, ich kann seine Rüstung behalten. Das will doch keiner wissen. Ich. Okay. Oh, ich habe noch 3 Lernpunkte, ne? Das war keine große Sache. Kosten. Ja, genau 3. Perfekt. Du bist schon. Das war keine große Sache. Weg mit der Waffe! Ja. Na bitte, geht doch.
Keine Ahnung, wo lang. Runter nicht. Lauf mal hier runter. Also nicht da runter, hier runter, glaube ich. Hey, du. Alles klar? Ah, ein fremder Wanderer. Ich bin sehr beschäftigt, also was willst du? Was machst du hier? Was so ein Holzfäller und Jäger eben so macht. Was gibt's hier Interessantes zu sehen? Interessant ist gut gesagt. Wenn du hier weiter in den Wald hineingehst, dann wirst du auf ganz üble Gesellen treffen. Ja. Die sind etwa 3 Meter groß, haarig und ziemlich schlecht gelaunt. Also geh da nicht hin, wenn du nicht stark genug für sie bist. Trolle! Hey, warte mal. Du! Da kann mir was beibringen. Kannst du mir was über die... Klar. Aber erst besorgst du mir was Anständiges zu essen. Ich sterbe vor Hunger hier draußen. Ich will eine Flasche Milch, ein Brot und einen fetten Schinken. Uiuiui, ui, bitteschön. Hier hast du dein bestelltes Essen. Prima. Die Dialoge sind ja mal... Ja, sind sie. Soll ich dir mal allergeilsten Dialog zeigen, den ich bisher in Gothic gehört habe? Das war in Gothic 1, was ich da gehört habe. Moment. Ich geh mal kurz hier hin. Ey. Aktualisieren. Was läuft hier schief? Warum gehe ich überhaupt da drauf? Ich habe das, glaube ich, auch auf YouTube Shorts, ne? Der beste Dialog, den ich je in Gothic gehört habe, ist der. Wer bist du? Ich bin Arthur. Was machst du so? Ich bin Gomez Leibwächter. Du redest nicht viel, was? Nein. Und er. Ich möchte eine normale Garderüstung haben. Torvus sagt, du musst dich erstmal als Gardist bewähren, bevor du eine bessere Rüstung bekommen kannst, du Arsch. So gut einfach. So gut. Aber hier hatte ich auch schon ein paar, hab nur vergessen, die zu klippen. Ich mag einfach diese Ruhrpott-Schnauze. Ich versuch den jetzt mal. Das sind ja 2. Stark ist eigentlich nicht. Warum bin ich tot? Was ist denn jetzt passiert? Aber das schaffe ich. Das schaffe ich. Einfach direkt Attacke. Easy. Ich hab nur noch rohes Fleisch.
Das bringt aber auch gar nichts, ey. Ja, da bestimmt eine Pfanne stehen gehabt. Nö, hat er nicht. Aber ein Bett. Beklauen kann ich ihn auch. Verprügeln kann ich ihn auch. 50, nice. Da ist der Turm. Ah, ich glaube, ich weiß wo. Ach, zu Pepe musste ich auch noch vergessen. Torloff hat mich beauftragt, die Miliz von Bauer Bengas Hof zu vertreiben. Der Hof liegt auf der Hochebene. Es gibt nur einen Weg für dich, lebendig in unser Lager zu kommen. Und der führt über die Brücke. Ich könnte dir Sachen erzählen. Du brauchst wohl Schläge. Ich ewig so weitergehen. Ganz wie du willst. Oh. Twitch-App abgeschmiert, was habe ich verpasst? Ach, gar nichts. Ich mach weiter, Rambazamba. Banditen klatschen. Ja, renn so schnell du kannst. Ich renn doch gar nicht, ich bin hier. Was ist das denn? Warum pennt der? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Irgendjemand kloppt da draußen. Ob das Greg ist?
Bin mal gespannt, wen die verprügelt haben. Ey, that's Gothic so, weißt du? Du setzt dir ein Ziel so, nix mit Questmarker, pipapo. Und dann läufst du in eine Richtung, denkst, okay, das sieht interessant aus, schau da mal rüber. Schau da mal vorbei und schon steckst du in einer anderen Scheiße fest. I love it. Ey, wie mich das ankotzt. Du gibst dir Mühe, um so eine scheiß Truhe zu knacken und am Ende kommt nur Scheiße bei rum. Eine Tafel der Lebensenergie. Das kann ich nicht lesen. Warum nicht? Das kann ich nicht lesen. Hm. Scheiße, das ist Greg. Das ist ja wirklich Greg. Der hat hier alle niedergemetzelt. Du wärst besser nicht hierher gekommen. Ach, der Dexter. Das war ein alter Bekannter aus Gothic 1. Der war damals schon ein Arschloch und jetzt ist er tot. Tja, Dexter. Ich hatte, glaube ich, noch Beutel. So, Dexter ist wohl erledigt, was? Sieht so aus, als sei er tot. Das wurde aber auch Zeit. Sieh mal nach, was er bei sich hat. Dexter hatte nur diesen Brief bei sich. Zeig mir das Ding mal. Ach verdammt, das hilft mir nicht weiter. Wir hätten den Kerl nicht einfach verrecken lassen dürfen. Du weißt nicht zufällig, wie man über die Berge im Nordosten von Korinis kommt. Nein. Dann bin ich hier gestrandet. Dexter war meine letzte Hoffnung. Ja, was willst du denn? Genau, was willst du von dem? Was wolltest du von Dexter? Ich komme von jenseits der Berge im Nordosten dieser Insel. Und da will ich wieder hin. Ich hatte gehofft, der Mistkerl wüsste, wie man da hinkommt, ohne mit dem Schiff fahren zu müssen. Ich habe einen Piraten namens Skip in der Nähe der Hafenstadt gesehen. Der Idiot! Ich habe 3 Tage dort gewartet. Warum kommt er denn jetzt erst? Wenn ich wieder zu Kräften gekommen bin, kann er sein blaues Wunder erleben. Was gibt es da hinter den Bergen? Ich kann dir nur raten, nicht zu versuchen, das Land dort zu betreten. Es ist eine raue Gegend. Ein Wicht wie du, der wird da nicht lange überleben. Eine Sache noch. Du besorgst mir erstmal meine vergrabenen Sachen, dann können wir weiterreden. Ja, okay. Das mache ich irgendwie gegen Ende, meine ich. Wenn ich genug Tränke habe für Geschwindigkeit. So. Okay, da weiter runter möchte ich nicht. Ich will weiter rechts. Da lang will ich. Zurück. Oh, da lebt ja noch einer. Fertig.
Für Fortnite. Frames für Fortnite. Immer für Fortnite. Ach, ich wollte zu Pepe, ne? Das könnte ich eigentlich jetzt machen. War ja hier vorne. Ich habe angefangen auf meinem Steam Deck Frames Resident Evil 2 zu zocken. Ey, das ist einfach so geil, Junge. Das ist so geil. Dieses Steam Deck ist so geil. Hey! Die Wölfe sind erledigt. Du hast es geschafft? Innos sei Dank. Jetzt weiß ich nur noch nicht, wie ich es Una beibringe, dass mir die ganzen Schafe fehlen. Dieser verdammte Bulko ist an allem schuld. Und ich denke, das werde ich jetzt in Zukunft auch machen, so wenn ich meine Spiele gezockt habe. Also wenn ich sie fertig gestreamt habe, so einen Durchlauf, beim zweiten Mal, dann lade ich sie mir auf den Steam Deck runter. Und mache da dann halt einen zweiten Durchlauf weiter so. Und das Geile ist halt, du kannst dir wirklich alle Launcher einfach draufballern. Also nicht nur Steam OS mäßig, so Steam Launcher. Kannst dir ja alles draufknallen. Geht alles mittlerweile. Und auch als Emulator-Plattform kannst du alles benutzen, was du möchtest. Das ist einfach der Wahnsinn. Ich hole mir auf jeden Fall noch einen zweiten. Ich will komplett meinen eigenen Namen. Jetzt teilen wir uns den, ja. Und wir lieben das Ding halt beide so. Was hast du über Bulko gesagt? Er ist einer der Söldner. Es wäre eigentlich seine Aufgabe gewesen, die Weide zu bewachen. Aber stattdessen hängt er mit seinem Kumpel Silvio den ganzen Tag bei Thekla in der Küche rum. Dieser Mistkerl ist schuld, wenn ich jetzt wegen der verlorenen Schafe wochenlang keinen Lohn kriege. Ich wünschte, ich könnte ihm wenigstens dafür aufs Maul hauen. Aber gegen den hat keiner eine Chance. Der Typ ist ein Killer. Ich habe ihn auch schon verprügelt. Bulko hat seine gerechte Strafe erhalten. Ja. Ich habe ihm eine Lektion erteilt. Das hat das Schwein verdient. Hier sind 100 Goldstücke. Gib mir ein Schaf. So, das mache ich später. 1300 Goldstücke. Ich brauche noch ein bisschen Kohle. Also die Klosterquests und so. Also ich möchte mir das auch anschauen. Ne? Ich möchte mir ja schon wirklich alles anschauen. Deshalb lasse ich mir Zeit. Aber entscheiden werde ich mich natürlich für Paladin. Also, nochmal. Falsche Richtung. So, da lang wieder. Etwas Interessantes und schon wieder komme ich vom Weg ab. Innos! Was kriege ich für 100? Stärke. Kriege ich nochmal Stärke? Ach, fuck you, man.
Aber wie viel Dietrich habe ich noch? 15. Lol. Okay. So eine Frage stelle ich mir in Last of Us auch durchgehend, wie viel Schuss habe ich noch? Siehst du das nicht? Also auf dem Schwierigkeitsgrad schwer sieht man das nicht. Ich habe es nur auf normal gespielt, bin ich ehrlich. Es gibt noch so einen Überlebensmodus, meine ich. Also wenn du tot bist, bist du wirklich tot. Irgendwie sowas gab es da, glaube ich. Ey, ich werd wahnsinnig. Wie komme ich da hin? Da ist doch ein Dorf. Also geradeaus. Nee, das ist doch die scheiß Taverne, Mann. Nee, das ist nicht die Taverne. Das hier eine Treppe? Ey, warum bin ich eigentlich in dieser Szene? Doch, aber die Schüsse sind schneller weg, als ich gucken kann. In meinem Magazin sind gefühlte 6 bis 7, 8 Schuss pro Waffe. Naja, das stimmt schon. Meinst du, mir geht es besser? Der arme Kerl kann einem leid tun. Das ist doch lange bekannt. Ah, da ist doch hier die Miliz. Das hätte er doch besser wissen müssen. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr. Malaka. Hey. Alles klar? Noch ein Tagelöhner, der nicht weiß, wohin? Kein Problem. Red mal mit unserem Bauern Benga. Was ich heute erlebt habe. Ich war vor der Tür eine rauchen und ein Nachbar von mir, also gegenüber, hat einer Dame, die halt auf dem Weg war, so, meinte so, ey, frohe Weihnachten und so. Und die Frau so, Kurva March! Und hatte voll angemeckert und ist weitergegangen. Ich dachte mir, okay. Weißt du, was OP ist? Im ersten Teil, das sind diese... Boah, hast du die schon freigeschaltet? Diese Dingsbomben, die machst du auch aus Messer oder... Diese Nagelbomben heißen die, glaube ich. Die sind richtig krank. Was machst du hier? Ich bin nur Schafhirte. Es ist nicht gerade eine Arbeit, bei der ich mich kaputt mache. Aber zuweilen muss man ganz schön aufpassen. Erst recht, wenn man dem Pass zu nahe kommt. Pauk eSports, moin. Grüß dich. Gerade aus dem Lurk zurück. Ja dann, herzlich willkommen. Mein Name ist Don, ich bin der allerkrasseste E-Sportler im Bereich Valorant, Fortnite, Tekken, Forza, Formel 1, ACC, iRacing, FIFA, My Little Pony. Gibt es niemand anderen, der besser ist als ich. Danke fürs Folgen. Habe ich noch freigeschaltet, danach habe ich ausgemacht. Ah, nice. Ja, dann, also versuch immer die Dinger zu craften. Honey Pop? Kenne ich gar nicht. Muss ich mir gleich mal anschauen, was das ist. Was weißt du über den Pass? Nicht viel. Nur, dass er zum alten Minental führt, das bis vor ein paar Wochen noch von der Barriere umschlossen war.
Damals war die monatliche Karawane, die alle möglichen Güter ins Minental brachte, das Einzige, was wir Bauern zu fürchten hatten. Diese Halsabschneider haben uns hier draußen oftmals ganz schön zugesetzt. Aber nicht onstream, werde ich gebannt für. Wo finde ich den Pass ins alte Minental? In der Nähe der beiden Wasserfälle, auf der anderen Seite des Weidenplateaus. Bist du etwa müde? Ja, Frames, ey, ich bin irgendwie, keine Ahnung. Heute ist wirklich mega weird. Was erzählt man sich über das Minental? Alles Mögliche. Nachts wollen einige der Jungs Schreie von dort gehört haben. Manche haben seltsame Lichter über den Bergen gesehen. Aber wenn du... Ich bin mega so komisch drauf und ich muss noch bis 12 Uhr mittags muss ich wach bleiben eigentlich. Und ich habe auch ganz normal gepennt, wie immer. Sechs Stunden, sogar ein bisschen länger als sonst. Aber ich fühle mich so schwach heute. Also nächstes Game beginnt, bin wieder im Lurk. Was zockst du denn gerade? Du warst schon mal im Minental. League of Legends, hau ab. Hau ab. Poke, hau ab, geh. Warst du schon mal im Minental? Nein, ich bin nur ab und zu in der Nähe des Passes. Ich sehe dann immer noch diese beiden Paladine da herumstehen und Wache halten. Es sieht so aus, als ob sie darauf aufpassen, dass nichts aus dem Tal mehr herauskommt. Damals war das Minental ein natürliches Gefängnis. Bist du einmal reingegangen, kamst du nicht wieder raus. Frames, ich werd's probieren. Sonst endet das wie Wahl. Ja, ist egal. Ich werde es probieren. Ich will mir das anschauen, einfach. Erzähl mir mehr über die Paladine. Seit wann stehen sie da? Ich schätze mal 1 bis 2 Wochen. Ganz genau weiß ich das nicht. Vor einiger Zeit ist sogar ein ganzer Trupp von ihnen im Pass verschwunden. Seither habe ich sie nicht wieder gesehen. Wie viele Legenden gibt's da mittlerweile? Also wie viele Chars? Bestimmt schon 1000, oder? Ich sehe hier gar keine Frauen. Das hast du richtig beobachtet. Das ist sozusagen ein Männerhof. Funktioniert ganz gut, denke ich. Ein Männerhof? Überarbeite dich nicht. Ich werde mich bemühen. Nee, dazu wird's nicht kommen. Aber ich würde mir das trotzdem mal anschauen wollen. Für mich ist es halt ziemlich langsam, was da so passiert. Aber dennoch passiert trotzdem sehr viel und ist überfordert. Also das war mein erstes Erlebnis vor Jahren. Mal sehen, wie es diesmal wird. Wie sieht's aus? Wenn du reden willst, rede mit Rumbold. Ich bin nur hier, falls jemand Ärger macht. Schrei doch nicht, Alter. Was macht ihr hier? Verschwinde! Hast du verstanden? So viel dazu, jetzt verpisst euch hier. Das ist mein Hof. Aber da hinten geht's hier zum Minental. So muss ich mir merken auf der Karte eben. Okay. Fand's okay, aber irgendwie eher komisch. Ich glaube, ich hab's gar nicht mal verstanden, also um irgendwie beurteilen zu können, ob es überhaupt irgendwie komisch war. Ich war leicht überfordert und habe mich eher gefühlt wie so ein Zuschauer nur. Jetzt steht doch auf, sind die tot? Da ist nichts zu holen. Ach, die sind komplett tot. Scheiße, kriege ich Ärger, wenn ich ein Kurenis bin. Ich dachte, die stehen wieder auf. Ich hab was anderes gehört. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Du bist der Bauer hier? Könnte man so sagen, doch eigentlich bin ich nur der Pächter. Dem Großbauern gehört das ganze Land hier. Wem man noch glauben kann. Lass uns mal abwarten, was daraus wird.
Wovon lebt ihr? Hauptsächlich von der Jagd und vom Holz, das wir fällen. Natürlich züchten wir auch Schafe und betreiben Ackerbau. Ich muss ja auch die ganzen Tagelöhner, die ohne mir aufhalst, beschäftigen. Die wenigsten sind gute Jäger, verstehst du? Er hat auf die falschen Leute gehört. Ist dir in letzter Zeit etwas Merkwürdiges passiert? Hier passieren eine Menge merkwürdiger Dinge. Aber das Seltsamste ist wohl Pardos rätselhaftes Verschwinden. Er ist einer meiner Feldarbeiter und nicht der Typ, der einfach über Nacht alles hinwirft und sich aus dem Staub macht, verstehst du? Was genau ist an seinem Verschwinden so merkwürdig? Pardos ist ein sehr ängstlicher Kerl und hat sich niemals weiter als bis zu den Grenzen meiner Felder vom Hof entfernt. Er hat schon die Beine in die Hand genommen, wenn ihm eine Fleischschwanze über den Weg gekrabbelt kam. Die Biester sind zwar nicht besonders schön, aber gefährlich sind sie nun wirklich nicht. Es soll ja Leute geben, die sie essen. Ach, widerlich. Man gewöhnt sich dran. Ein Fall für Detective Don. Vielleicht hatte er einfach die Schnauze voll. Die Feldarbeit war sein Ein und Alles. Schwer vorzustellen, dass er jetzt bei einem anderen Bauern arbeitet. Bei mir konnte er machen, was er wollte. Irgendeinen Anhaltspunkt? Ich glaube ja, dass ihn die Banditen verschleppt haben. Die streunen schon seit Tagen hier in der Gegend herum. Einmal habe ich gesehen, wie sie einen Bürger der Stadt in ihr Lager gezerrt haben. Sah so aus, als ob sie ihn versklaven wollten. Er hat auf die falschen. Oder die wollten andere Sachen mit ihm machen. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Wo ist dieses Lager der Banditen? So perverse Ende Sachen. Meiner Felder führt eine Treppe hinunter in einen kleinen Talkessel. Dort haben sie sich niedergelassen. Ich würde dort ja gerne nach Pardos suchen, aber ich werde mich ganz sicher nicht mit den Kerlen anlegen. An deiner Stelle würde ich auch einen großen Bogen. Okay. Also ich weiß wo. Man erzählt sich ja so einiges. Ich soll mich um euer Milizproblem kümmern. Don, es wird Zeit für den Landwirtschaftssimulator. Hör mir auf. Ich soll mich um euer Milizproblem kümmern. Was? Ich habe Una gesagt, er soll mir ein paar von seinen Söldnern schicken. Das hier ist meine Bewährungsprobe. Na, großartig. Weißt du, was die Milizen mit mir machen, wenn die Mistkerle kommen bei uns jede Woche einmal vorbei und kassieren die Abgabe für... Es trifft sich gut, dass du gerade jetzt kommst. Sie müssten eigentlich jeden Moment hier sein. Ja, ich habe sie schon verprügelt, Alter. Das sind doch alles nur Gerüchte. Ich habe was anderes. Hatten die Banditen die hier... Was ist denn das für eine Blöde? Ich meine richtig viel Waffen. Eine... Ihr seid so viele Männer. Warum knöpft ihr euch die Milizen nicht selber vor? Das gibt doch nur noch wir sind viele, das ist richtig. Aber wir sind keine ausgebildeten Kämpfer, so wie die Miliz. Nee, Landwirtschaftssimulator, Alter. Das ist halt absolut gar nichts, was mich irgendwie reizt. Euer Milizproblem ist Vergangenheit. Nicht übel. Vielleicht bleibt am Ende des Monats jetzt ja auch mal was übrig. Danke. Ich hätte Bock auf hier City Skylines, aber ich weiß nicht, ob das mittlerweile schon was taugt. Ob es gut läuft, meine ich. Das hätte doch besser wissen müssen. Balthasar, der Schafhirte, darf nicht auf deine Weide? Ach so, die Geschichte. Ich habe ihm erzählt, Seekopf soll mir Geld bezahlen, wenn er die Schafe auf meine Weide führt. Wenn ich ehrlich bin, ist das nur Schikane. Man muss eben aufpassen. Ich kann Balthasar einfach nicht leiden. Ich erzähle dir doch nichts Neues. Ist ja fast wie Racing mit den Traktoren. Ist das so? Du unterhältst Tagelöhner? Die Arbeiter, die Ona nicht gebrauchen kann, wirft er von sein... Er schickt... Okay, alles andere interessiert mich nicht. Was liegt doch auf der Hand. Es hat überhaupt keine Verbesserung gebracht, dass die Paladine jetzt in der Stadt sind. Okay. Der Pass? Ja, der Pass ins alte Minental bei den Wasserfällen am anderen Ende des Weidenplateaus. Frag mal Malak danach. Das hätte ich dir vorher sagen können. Mal schauen, was der so in der Bude hat. Gar nichts. Doch, bald. Oh, die würde ich aber auch mitnehmen hier, ne? Milch. Planet Coaster. Planet Coaster? So, ist das Vergnügungsparkmäßig irgendwas? Daran wird sich nie etwas ändern. Er hat auf die falschen Leute gehört. Das sind alles Randoms.
Der arme Kerl kann einem leid tun. Wo soll ich denn jetzt hier hoch, Alter? Genau das habe ich auch gesagt. Kannst selber Freizeitpark bauen und muss den dann betreiben und zufriedenstellen. Ach, hier sowas wie Theme Park World. Das habe ich mal auf der PlayStation gespielt, früher als Kind. Hab nichts verstanden, aber es sah witzig aus. Okay, weiter geht's hier nicht. Gut. Tot? Doch nicht. Also, er hat gesagt, es gibt irgendeine Treppe. Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Irgendwo am Feld. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ist das wirklich wahr? Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Da bin ich hergekommen. Da ist nichts mit Treppe. Lese ich mal kurz durch. Wann das jetzt? Keine Ahnung. Werde ich schon finden. Oh. Ah. Das war abzusehen. Ach, wenn ich schon mal hier bin. Das juckt den ja eh nicht. War ich hier schon richtig? Ja, hier ist doch die Treppe. Dran. Ja. Ja, eine neue Sniper-Frames. Weil es zu wenig Sniper-Spieler gibt. Was ich dazu sage, Dünnschiss.
Weiß gar nicht, wie lange geht die Season noch? Und den neuen Controller, der kommen soll? Da weiß ich nichts von. Aber es gibt nur einen Controller. Weißt du wer? Dem Himmel sei Dank. Die Banditen sind erledigt. Du hast mein Leben gerettet. Wer bist du? Mein Name ist Elvrich. Ich komme aus der Stadt. Meister Torben hat mir erzählt, dass du verschwunden bist. Diese miesen Kerle haben mich hierher verschleppt und mich hier gefangen gehalten. In der Stadt werden eine Menge Leute vermisst. Von Vermissten weiß ich nichts. Ich kann dir nur das sagen, was mir widerfahren ist. Aha. Was genau ist dir passiert? Ich war auf dem Weg zu dem Treffpunkt, den ich mit meinem Mädchen ausgemacht hatte. Ihr Name ist Lucia. Wir hatten den Plan, in die Berge zu verschwinden. Weg von der Stadt und allen, die dort leben. Ich war gerade am Treffpunkt angekommen, als plötzlich einige dieser Banditen aus dem Dickicht kamen und uns beide gefangen nahmen. Ich habe mich natürlich gewehrt, aber es half nichts. Es waren einfach zu viele. Du hast sie nicht zufälligerweise gesehen? Erzähl mir von Lucia. Ein Mädchen aus dem Hafenviertel. Sie hat für diesen Fiesling Bromor gearbeitet. Sie ist sehr hübsch. Ach, die eine Prostituierte da. Gleich eine Ergänzung zu Brim. Es gibt keine Ergänzung zu Brim. Brim ist einfach alles. Brim ist Liebe. Was wollten die Banditen von euch? Manchmal konnte ich sie nachts belauschen. Ich habe nicht alles verstanden, aber ich glaube, sie wollten uns versklaven. Wohin wollten sie euch bringen? An einen Ort hier irgendwo auf der Insel Korinnes. Aber ich denke, man kommt nicht ohne Schiff dorthin. Sie haben mich zu einer Anlegestelle an die Küste gebracht. Dort lagerten einige Piraten. Einer der Banditen ging voraus, um mit den Piraten zu verhandeln. Es gab ein heftiges Streitgespräch zwischen ihnen. Ich glaube, dass der Bandit mit mir zusammen von den Piraten übergesetzt werden wollte. Die Piraten sind aber nicht darauf eingegangen. Kurzerhand haben sich die Banditen hierher zurückgezogen und seitdem saßen wir hier herum. Sie schienen ziemlich ratlos zu sein. Und dann bist du gekommen. Wo ist diese Anlegestelle der Piraten? Wieso ist ein Lauch? Sie ist nicht weit vom Hafen von Korinnes entfernt. Wenn du auf der Kaimauer stehst und aufs Meer hinausschaust, musst du nur in ein Boot steigen und rechts die Küste entlang fahren. Die erste kleine Bucht, die du dort findest, das ist die Anlegestelle, die ich meine. Piraten in Korinnes? Ich weiß nicht sehr viel über sie. Bei der Anlegestelle habe ich das erste Mal überhaupt einen von ihnen gesehen. Sie halten sich immer im Hintergrund. Jeder von ihnen ist ein gesuchter Verbrecher in Korinnes. Sie haben Angst vor dem Galgen. Deswegen wirst du niemals einen von ihnen in der Stadt antreffen. Okay. Bromor sagte, Lucia hätte eine goldene Schale mitgehen lassen. Tja, wenn Lucia wirklich Bromor bestohlen hat, dann werden die Banditen ihr das Ding abgenommen haben. Wo ist Lucia jetzt? Auf der großen Feldkreuzung vor Onas Hof haben sich unsere Wege getrennt. Die Banditen haben Lucia in den Wald hinter Sekops Hof verschleppt. Innos möge sie beschützen. Wald hinter Sekops Hof? Wurden den Banditen... Oh ja, so einen Haufen, dass sie sie fast gar nicht schleppen konnten. Sie sind mit dem ganzen Kram in Richtung Sekops Hof verschwunden. Aha. Du solltest machen, dass du wieder in die Stadt kommst. Was denkst du, was ich mache? Wirst du nach den Banditen suchen? Tja, ich denke schon. Wenn du Lucia finden solltest, bring sie sicher in die Stadt, ja? Ich werde sehen, was ich tun kann. Warte, hau mal nicht ab jetzt. Scheiße, der ist unkaputtbar. Ach, fuck, Mann. Komm, hau ab, schlag mich nicht. Ja gut. Aber das sind nicht die Banditen, die ich gesucht habe. Da ist ein X. Womit denn? Womit denn? Nein, ich habe keine Schaufel. Nein.
Ja, ich gehe jetzt auch schlafen, Frames. Ich kann echt nicht mehr. Ich brauche nur ein paar Stunden Schlaf. Sonst halte ich das heute nicht aus. Ich mache jetzt quasi Mittagsschlaf, mache ich gleich. So, kurz nochmal Map aufmachen. Ja, dann schaue ich mir die Ecke nochmal an hier. Dann renne ich wieder zum Hof. Und das mache ich dann beim nächsten Mal. Das soll es erstmal gewesen sein. Habe ich es bis zum Benga geschafft.